kreatives Kochen bei Pearl TV. So, mit diesem Thema geht es jetzt weiter. Und ich finde das ganz interessant, weil für Kochen verbringen wir jetzt gerade viel Zeit. Aber oftmals ist eine Eintönigkeit angesagt. Und was auch immer mehr ins Bewusstsein rückt, ist kalorienreduziert sich zu ernähren. Und da haben wir genau das Richtige für Sie. Das werden wir Ihnen gleich zeigen. Aber wissen Sie zum Beispiel, was Pommes im Vergleich zu einer Heißluftfritteuse, in einer normalen Fritteuse an Kalorien hat? Das schauen wir uns mal in einem kleinen Artikel an. Das wird für Sie vielleicht auch interessant sein. Und wie viel Kalorien spart man mit einer Fritteuse ohne, oder kann man mit einer Fritteuse ohne Fett sparen? 200 Gramm Pommes frites entsprechen in etwa einer normalen Portionsgröße und haben 650 Kalorien. 40% dieser Kalorien stammen von dem in den Pommes enthaltenen Fett. Bei Benutzung einer Fritteuse ohne Fett kann man das in den Pommes enthaltene Fett um etwa 80% reduzieren. Das entspricht einer Ersparnis von etwa 200 Kalorien. Also das ist schon mal herausragend. Und das alles und noch viel, viel mehr auch für ein abwechslungsreiches, schnelles Kochen, das geht mit unseren Traumgeräten, so nenne ich sie mir mal, wie sie richtig heißen und was sie alles können, das zeigt Ihnen jetzt Danny. Genau, und während du hier eine schöne Einleitung für uns gemacht hast, und schau dir schon mal das Hähnchen an. Man kann hier mit diesem XXL Heißluftgerät tatsächlich so viel machen. Das ist ein echtes Rotisserie-Hähnchen, wie man das vom Stand kennt. Ja, das können Sie selber machen, weil das ganze Zubehör, hier dieser Spieß und dieses Rotieren, das kann das Gerät somit, dass das Hühnchen dann so richtig außen kross ist und innen ganz zart und saftig. Sieht das nicht genial aus, Ralf? Ich meine, das macht Hunger. Also mir läuft das Hund im Wasser zusammen. Das Wasser im Munde zusammen, so rum sagt man ja. Aber ich, was Sie auch gerade gesehen haben, ich habe die Hand drauf. Trotz der Hitze, und das Hähnchen sieht schon richtig knusprig aus, haben wir hier Cool Touch. Das ist natürlich auch toll, aber Hähnchen, so bekommt man doch normalerweise nur an solchen Hähnchenständen, die vielleicht einmal in der Woche irgendwo stehen. Das jetzt zu Hause machen, ist natürlich ein Traum. Ja, und schau mal, wir reden ja auch wieder hier um eine Fettart. Trotzdem sehr schlemmerreiche Küche hier. Das ganze Fett ist hier unten auf das Blech abgetropft. Ja? Und das ist das Schöne beim Rotisserie-Hähnchen. Es ist nicht frittiert, wie man es vom Imbiss kennt. Das schmeckt auch nicht, das ist trocken, das ist zäh und angereichert mit diesen schlechten Fetten. Hier haben Sie das Fett alles hier, das sieht man runtertropfen. Ne? Das kann man einfach dann später das Blech in die Spülmaschine machen. Man hat ein krosses Hähnchen, innen saftig. Ich freue mich drauf, es riecht lecker. Und ganz ehrlich, hier sehen Sie Chicken. Ich habe es einfach auf Hühnchen eingestellt. Sie müssen also gar nicht überlegen, denn Sie haben hier 18 vorinstallierte Programme. Da können Sie dann einfach durchklicken und dann dementsprechend auch Zeit sparen, weil Sie müssen nicht Rezeptbücher durchblättern. Man kann da tatsächlich ganz normal Chips, das ist die Pommes, Steak, Fisch, Shrimps, Pizza. Man kann auftauen, auch diese Hühnchenflügel, Kuchen backen, Gemüse. Plätzchen haben wir auch schon gemacht. Wir haben alle Möglichkeiten. Hier haben wir ja auch schon Plätzchen gemacht. Und schauen Sie mal, wenn man nur mal ein bisschen eine kleinere Portion machen möchte, muss man nicht den großen Ofen anwerfen und vorheizen. Das ist ja auf Temperatur ganz, ganz schnell. Einfach mal hier eben nur ein paar Plätzchen gemacht oder einen Kuchen gebacken. Und dann haben wir auch nicht so einen riesen Stromverbrauch. Das ist ja im Vergleich so ein riesen Stromofen, bis der warm ist. Und was ja an Strom verpulvert, an Energie, das ist ja kein Vergleich. Oftmals muss man ja wirklich ewig lang vorheizen, gefühlt ewig lang. Und bei uns Männern ist es oftmals so, dass wir auch gar nicht wissen, welche ist die richtige Temperatur für was. Und wenn ich hier die Vielfältigkeit sehe, und gerade das mit dem Vorheizen ist auch eine Energiefrage natürlich. Manchmal braucht man zum Aufbackbrötchen zum Beispiel, die brauchen 6 bis 8 Minuten. Ich muss aber 20 Minuten den Ofen vorheizen. Das ist hier eben nicht der Fall. Geht ruckzuck, ist eigentlich langfristig dann auch eine enorme Energieersparnis. Also jetzt haben wir Fettersparnis, ganz klar. Kalorienersparnis. Und wir haben Kalorienersparnis und auch Energieersparnis. Das ist ja eigentlich und das, was man sich heutzutage Ersparnis wünscht. Das auch noch, ja. Weil man muss nicht so viel überlegen. Hier hat man das Touchscreen, weil es jetzt in Bedienung ist, sieht man hier nur das Hühnchen leuchten. Man stellt sich das ein, also von Fisch, Fleisch, Flügel, Pommes, Backen, sogar Dörren. Jetzt haben wir ja die Zeit zu Hause und da können wir auch kreativ werden. Vielleicht einfach mal so Fruchtringe machen oder man kann sich Tee dörren. Also ein neues Hobby kann das werden. Und wissen Sie das, vielleicht ist es auch so, dass Sie sich verkleinert haben, haben vielleicht nur noch eine Kochnische, da passt der Ofen nicht rein. Das hier passt mit Sicherheit
rein und dann haben Sie wieder alle Möglichkeiten. Also Sie können backen, auftauen, Sie können grillen, frittieren, aber fettarm. Also richtig schlemmen. Und ich habe uns jetzt mal hier den ganzen Tag sozusagen vorbereitet. Wir haben hier das Mittagessen, aber wir sollten vorne anfangen. Hier ist unser Frühstück. Wir haben hier unsere Croissants drin und Sie werden sehen, wie die gleich perfekt gebacken, golden, knusprig da rauskommen im Nu. Und einfach nur hier kurz eingeben, Zeit, Temperatur kann man gerne manuell steuern. Aber hier unten haben Sie dann auch 18 vorinstallierte Programme. Das macht es noch leichter und dann wird man noch kreativer und motivierter, mal was anderes zu probieren. Was kochst du normal und was würdest du mal anstatt lieber essen? Ja, also Croissant habe ich noch nie selber aufgebacken. Da traue ich mich nicht. Nee, ganz einfach, weil ich weiß, wenn man herd, aber da geht das. Brötchen, Frühstücksbrötchen, aber da ist auch wieder das mit dem Vorheizen. Steht extra auf der Anleitung beim Umluft. Und das ist ja auch ein Umluftofen, muss man das nicht. Also das finde ich toll. Und gerade wenn man allein ist oder zu zweit, ja, da lohnt sich das gar nicht, den großen Backofen anzuwerfen. Dann ist das natürlich die perfekte Alternative, oder? Es ist einfach die perfekte Alternative zum riesengroßen Ofen, der ganz viel Energie kostet und der nicht die Rezepte vorsagt und der auch der braucht keine Zeit zum Vorheizen. Der ist eben nur auf Temperatur. Und ich springe Ihnen jetzt mal kurz durchs Bild, weil auf meiner rechten Seite sind hier die ganzen inkludierten Accessoires vom Ofen. Schauen Sie mal, können Sie hier gucken, was ich alles aufgebaut habe für Sie. Der Drehkorb ist mit dabei. Wir haben hier diese Grillroste dabei. Wir haben eine Entnahmehilfe. Wir haben hier diese Gäbelchen, die sind tatsächlich für das Rotisserie-Hähnchen. Das können Sie da einfach so anpieksen. Das habe ich gemacht. Das holen wir auch gleich mal raus. Hier sind 8 Schaschlikspieße und diese Drehräder. Das heißt, auch hier können Sie wieder durch den Drehmechanismus Ihre Schaschlikspieße perfekt garen. Warum nicht einfach mal Hühnchen oder wie Sie mögen, nur Gemüse oder Käse, Tofu. Schauen Sie mal da. Und das ist einfach eine ganze Mahlzeit. Fettarm, schnell, kreativ, lecker und einfach mal abwechslungsreich. Also da findet jeder seinen richtigen Geschmack, was er gerne mag. Ich mag zum Beispiel Pommes, so aber bei Pommes, vielleicht geht es Ihnen auch so, da ist immer das schlechte Gewissen mit dabei. Oh, die Croissants sehen lecker aus. Ja, aber dieses schlechte Gewissen, von dem ich gerade gesprochen habe, das können Sie jetzt gerne vergessen, weil Sie eben Kalorien reduziert backen oder auch frittieren. Und ich habe hier ja mal, das hast du mir hingestellt, Danny, so eine Ölflasche. Ja. Das ist normalerweise so das hier, worin das Pommes gemacht werden. Können Sie jetzt komplett streichen, ja, weil Sie machen es mit Heißluft. Also Öl vergessen, Fritteusenfett vergessen, das stellen wir gleich mal in den Schrank. Vielleicht brauchen wir es mal wieder, aber Sie werden es eigentlich in nächster Zeit nicht mehr brauchen bei Ihrer neuen Heißluftfritteuse bzw. Umluftofen. Und also ich finde es toll, auch diese Vielfältigkeit der Menüs, die man hier mit einem einzigen Gerät zubereiten kann. Ja, es ist vielfältig. Hier ist unser Frühstück, in der Mitte ist unser Hähnchen, das ist unser Mittagessen und ich habe mir gedacht, für ein Abendessen machen wir uns dann Pommes. Ich muss einmal quer durchs Bild, da müssen Sie mal mitkommen, weil ich habe vergessen, unsere Pommes anzumachen. Aber das ist gar kein Problem, weil ich muss die Temperatur und die Zeitangabe nicht selber regeln. Das macht das Gerät für mich. Schauen Sie mal, hier hat man es direkt schön im Blick. Einmal anschalten, schönes großes Touchscreen. Dann habe ich hier diese 18 vorinstallierten Programme und hier, wenn ich hier rüber gehe, Chips ist Englisch für Pommes. Dann gehe ich einfach nur auf OK einmal andrücken und dann schaltet er sich ein, sagt mir 15 Minuten und schau mal hier, 200 Grad waren es, glaube ich, hier, 200 Grad. Und dann zeige ich Ihnen mal hier das Lichtlein und jetzt schalte ich den Rotisseriekorb ein. Einmal hier, zack, auf das Touch-Bedienfeld für den Rotisseriekorb. Und jetzt schauen Sie mal, Sie werden perfekt gegarte, gebackene Pommes haben, weil dieser Drehkorb ermöglicht, dass diese Pommes außen von jeder einzelnen Seite knusprig sind und von innen dann eben richtig schön weich. Oh, freust du dich, Ralf? Ja, natürlich. Also wir haben ja auch schon Geschmacktests gemacht. Ich freue mich auch nachher wieder auf das Ergebnis. Aber normalerweise schwimmen Pommes in Fett oder sie werden auf ein Backblech gelegt. Und dann ist immer eine Seite noch so latschig, sagt man bei uns. Und die, ja, aber hier rundherum braun, richtig schön, so wie sie für Pommes gehören. Das ist nur ein Beispiel. Ich zum Beispiel esse auch gerne Kroketten, welche ja auch in der Fritteuse gemacht werden und normalerweise eine Kaloriensünde sind. Hier wird eben alles erleichtert. Danny, ich könnte mir das aber auch gut vorstellen, wenn man vielleicht so eine WG hat mit ohne eigene Küche oder auch eine Studentenbude, dann ist das ja eigentlich die Ersatzküche. Das ist ein gutes Beispiel, ja, für Studenten. Warum die Ferienwohnung, eine kleine Kochnische oder wenn man sich verkleinern hat.
Es ist so klein, dass es wirklich in jede Mini-Küche reinpasst, wenn es auch nur eine Nische ist. Klar, für Studenten, die haben ja meistens dann nach dem ganzen Lernen keinen Platz mehr im Kopf für noch Rezepte durchsuchen. Hier hast du ja die 18 vorinstallierten Programme, ganz ehrlich. Und ganz ehrlich, heutzutage achten die ja auch schon auf die Linie. Das heißt, fettarm sich ernähren, gesund für die Linie und trotzdem schlemmen. Ja, wir wollen ja trotzdem genießen, weil es ist eine anstrengende Zeit. Da müssen wir jetzt alle auch noch mal durch. Damit macht das Leben Spaß. Man hat mehr Zeit, man spart Kalorien, man spart Energie, man spart Platz. Und außerdem sieht es Gremrin geil aus. Sorry, wenn ich es mal so sage. Und es ist oben total kalt. Du hast es vorhin schon erwähnt. Also man kann sich darauf lehnen. Es ist wirklich so innovativ. Es ist wirklich top, top, top. Und dann, ja, es ist ja auch nur aufgeheizt. Das ist ja das Tolle. Und jetzt muss ich mal noch aus Männersicht sprechen, warum ich diese Heißluftfritteuse Umluftofen so perfekt finde. Wir Männer sind oftmals ein bisschen hilflos, wenn es um den Backofen geht. Was braucht denn wie lang bei welcher Temperatur? Da fragen wir unsere Frau oder gucken im Kochbuch. Hier muss man nichts wissen. Nee. 18 Programme, einfach, man muss wissen, was man machen will. Und wenn man das weiß, Knöpfchen drücken, die Temperatur, die Zeit, alles automatisch und der Rest macht sich von alleine. Genau, ja, ja, richtig. Und ganz ehrlich, wenn Sie denken, ja, das ist so klein, das reicht ja nicht, wenn ich vielleicht 2, 3, 4 Leute bin. Es ist ja trotzdem 12 Liter Volumen, das heißt eine XXL Heißluftfritteuse. Da kommt auch die Familie mit klar. Also ich habe jetzt hier Pommes für 2 Personen, aber ich hätte auch für 4 Personen reinmachen können. Croissants habe ich jetzt 3 reingesteckt, aber ich habe ja 2 Schichten. Also ich kann ja tatsächlich auch 2 Bleche reinmachen übereinander, dann hätte ich 6 oder sogar 8 Croissants. Also es ist klein, kompakt, aber trotzdem hat man ein riesen Volumen drin, mit dem man arbeiten kann. Aber auch hier Plätzchen, man kann auch mehrere Schichten an Plätzchen machen. Man kann wenig machen, man muss nicht den riesen Ofen anmachen, hat dadurch weniger Energieverbrauch, ist schneller unterwegs, spart Zeit, auch weil man sich keine Gedanken machen muss. Und dann ist es am Ende trotzdem lecker. Das ist genau am Zahn der Zeit, genau das, was wir wollen, oder? Also ich finde es daheim natürlich wirklich das, was man will. Es sieht auch noch toll aus, es ist aufwertend in jeder Küche. Aber ich mache mir immer so Gedanken, wer könnte das noch gebrauchen? Und jetzt bin ich gerade, weil sich viele Deutsche auch dieses Jahr allerhöchstwahrscheinlich wieder für Campingurlaub entscheiden werden. Sag mal, das kannst du doch auch mitnehmen auf dem Campingplatz, dann hast du eine komplette Ersatzküche dabei, oder? Ja, ja, absolut. Auch sagen wir mal, wenn jetzt das Campingmobil älter ist und da ist vielleicht kein Ofen drin oder das veraltet, das hier ist ja auch von der Wattzahl so niedrig, das kannst du auch da drinnen anbringen. Ne? Und schau mal, unsere Croissants, oh mein Gott, schau mal, wie schön das ist. Ich habe hier so ein schwangeres Croissant, das ist wunderschön. 4 Minuten, hier läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich guck mal, weil die sind jetzt schon, die sehen perfekt aus. Also ich denke, in 4 Minuten sind die tatsächlich perfekt. Schauen Sie mal hier, schaue ich nochmal auf meine Zeit, 170 Grad, genau. Hier ist noch 4 Minuten. Also es zählt ihn runter und dann gibt es auch ein Signal, ein Alarm und dann wissen Sie, okay, ab in die Küche, weg vom Buch, vom Fernsehen, vom Telefonat und mich mal kurz ums Essen kümmern. Das heißt einmal genießen dann direkt. Also es ist wirklich ein toller, toller Zusatz oder sogar ein Ersatz für den Ofen. Weil es ist so vielseitig, es motiviert zum Kochen. Und ganz ehrlich, kochen tut das Gerät ja, das müssen ja nicht mal Sie selber machen. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja, ja. Man kocht nicht, man nutzt einfach die Heißluftfritteuse. Und die gibt Ihnen auch noch alle Ideen. Grillen, backen, dörren, auftauen. Sogar mal die richtige Tees kreieren oder so. Apfelringe ist auch eine schöne Sache. Also Abwechslung, aber das Ganze auch noch Kalorien reduziert. Also eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt sprechen wir auch mal über den Preis. Wir kommen bei dieser Heißluftfritteuse / Mini-Umluftofen von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229 Euro. Ich finde, jeden Cent wert, aber Sie müssen diesen Preis sich nicht merken. Schauen Sie auf unseren TV-Sonderpreis 122,54 Euro, wieder mal exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Zu Hause würde ich jetzt noch ein klein wenig Bier draufpinseln. Aber der sieht schon so, oder? Du hast doch kein Bier drauf gemacht, oder? Meine Oma hat mir immer gesagt, bisschen Bier drauf, dann wird die Haut noch krosser. Ja? Aber da bräuchte man das gar nicht. Das sieht ja so lecker aus. Ja. Läuft Ihnen zu Hause jetzt auch gerade das Wasser im Munde zusammen? Ja, ganz ehrlich, ich liebe so ein Rotisserie-Hähnchen. Und meistens bestelle ich mir das vom Imbiss, ist dann so frittiert und nicht so genussvoll, kann ich gestehen. Das hier, das ist ein perfektes Rotisserie-Hähnchen. Und diese Drehbewegung macht eben genau
diesen kleinen Kniff aus, dass es perfekt gegart ist. Ich muss da nicht rumsuchen, wie lange, wie viel Zeit. Hier, Chicken, das sagt mir genau, wie lange mein Rotisserienhuhn bei wie viel Grad rein muss. Und dann stecke ich es einmal auf den Spieß, drehe hier auf einmal drehen, das Knöpfchen hier, und dann dreht sich dieser Spieß, bis dieses Hühnchen, ja, bis es dann piept und sagt, das Hühnchen ist fertig. Und dann kann man nur das abziehen vom Spieß und genießen. Ich meine, Sie können ein bisschen Salz und pfeffern, weil das ist perfekt. Diese Haut darf man auch mal mit essen. Da steckt ja das ganze Fett eigentlich drin, aber das ist ja alles runtergetropft. Also schlemmen und dann mit weniger Fett. Also das ist genial. Und man hat mehr Zeit, man spart Kalorien, man spart Energie. Und hier, das ist ja so schnell aufgeheizt. Das ist ein kleines Wunderwerk. Ja, richtig. Und was mir jetzt auch noch positiv auffällt, zu meiner Linken sind jetzt gerade die Pommes in der Fritteuse. Und wenn du das normalerweise in einer Fettfritteuse machst, dann riechst du das Fett. Die ganze Wohnung stinkt nach Fritteusenfett. Ja? Hier rieche ich nur die Pommes. Hier rieche ich nur das Hähnchen oder nur Croissant. Kein Fett. Warum? Weil kein zusätzliches Fett verwendet werden muss. Also auch das natürlich die Geruchsbelästigung, die normalerweise von der Fritteuse ausgeht, fällt hier auch zu 100% weg. Sie sehen viele, viele Vorteile und Sie bekommen jetzt natürlich auch noch den Preisvorteil. Ach, ich kann es kaum erwarten. 13 Minuten, dann ist das Hähnchen fertig. So wie man es normalerweise nur am Hähnchenstand bekommt. Ja? Und dann können Sie die ganze Familie glücklich machen. Zu Hause, ich esse am liebsten zu Hause Hähnchen, aber es ist normalerweise kompliziert, Hähnchen zu Hause zu machen. Warum esse ich am liebsten Hähnchen zu Hause? In der Wirtschaft wird man fast schon verdonnert, das mit Messer und Gabel zu essen. Das schmeckt mir Hähnchen nicht. Ich möchte es in meine Hand nehmen und abnagen. Gerne. Und das kann man zu Hause, ohne sich genieren zu müssen. Ja. Holen Sie es sich. Nur wegen Hähnchen wäre es schon wert. Aber die Croissants sehen super lecker aus. Die Pommes werden gleich lecker aussehen. Da sehen wir mal. Das ist nur ansatzweise die Vielfältigkeit dieser Fritteusen. Jetzt hat es gerade bei uns Alarmsignal gegeben. Es hat gepiept off. Das heißt, das Gerät ist fertig. Die Croissants, schauen Sie mal, die sind perfekt. Ja? Und ganz ehrlich, warum nicht jetzt zu den Feiertagen mit der Familie schön schlemmen einfach? Hier, gucken Sie das mal an. Das ist ja wie à la française, also wie echte französische Croissants. Und ich hole mal eins raus, damit Sie da auch mal ein bisschen sehen, wie die auch... Oh, schau mal, Ralf. Wow. Sind die perfekt oder sind die perfekt? Wow, ist das schön. Hier ist das erste. Und die sind luftig, die sind richtig schön kross, die sind perfekt gebacken. Also, oh, sieht das schön aus. Also dank Umluft haben wir hier ja perfekte Wärmeverteilung. Das ist ja auch noch so ein Bonus. Ne? So ein Ofen, der ist manchmal vorne wärmer oder hinten. Das habe ich bei meinem Ofen so zu Hause. Hier haben wir auch ein Riesenvolumen. Ich hätte jetzt hier auch zwei Fächer nehmen können und dann 6 oder 8 Croissants machen können. Die sehen genial aus, die riechen genial. Und das in so einer kurzen Zeit. Ich sage Ihnen, das ist genau das, was wir brauchen, um diesen grauen Alltag jetzt mal ein bisschen so in Popo zu treten und zu sagen, heute mal richtige französische Croissants, morgen mal richtige schöne Schlemmerbrötchen oder ein paar Schokolade. Da kann man den Alltag richtig aufpeppen. Ja, ein bisschen abwechslungsreicher sich ernähren, aber gleichzeitig, das halte ich auch nicht für ganz unwichtig, Kalorien bzw. Fett reduziert. Sämtliches Zubehör, was uns Danny bisher gezeigt hat, ist mit dabei noch viel, viel mehr. Egal, ob Sie Pommes machen, ob Sie Backbleche brauchen, ob Sie Spieße machen, ob Sie Schaschlikspieße machen, ganz egal. Und Sie werden ganz neue Sichtweite aufs Kochen bekommen, weil es einfacher, glaube ich, noch nie war. Es ist energiesparend und auch fettreduziert. Abwechslungsreich und kalorienbewusst in einem. Und das schafft unsere digitale XXL Heißluftfritteuse mit Mini-Umluftofen für Sie. 122,54 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis, exklusiv bei Pearl TV. Und ich muss noch mal darauf eingehen. Ja, auch wir Männer, wir tun uns oftmals sehr, sehr schwer beim Bedienen des Ofens. Das hier ist, ich nenne jetzt extra das Wort, Idioten- oder Männersicher, oder? Ja, also das hast du gesagt, aber ich stimme dir zu. Und weißt du was, ich habe jetzt gesehen, wie die Schlange hier im Studio immer größer und länger wird und die möchten alle auch ein Croissant probieren. Deswegen habe ich jetzt gerade noch mal zwei reingelegt, weil die hier, die werden weggehen, wie die heißen, Croissants tatsächlich, wie in Frankreich. Wie, das erinnert mich so wirklich an einen Morgen in Frankreich. Ich habe ja mal in Paris gewohnt. Die guten alten Zeiten, schönen Croissant auf die Hand und dann einfach ein bisschen durch die Stadt laufen. Oh, das sind so schöne
mehr Momente, die man leben kann, wenn man sich so wirklich Kleinigkeiten, mit den Kleinigkeiten wie diesen Alltag versüßt. Das ist wie so eine kulinarische Reise und das tut uns gut. Und besonders, weil es auch noch fettarm ist. Schnell, kaloriensparend, energiesparend, am Zahn der Zeit und auch noch so kompakt, aber trotzdem so leistungsstark und trotzdem hier 12 Liter Volumen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, muss ich sagen. Ja, und ich liebe es zum Beispiel, wenn am Morgen das Frühstücksbrötchen noch warm ist. Ja. Das bekommst du bei gekauften Brötchen auf gar keinen Fall hin. Bei Aufbackbrötchen, die Sie sich vielleicht holen oder sogar selber einen Teig machen für Brot oder Brötchen, bekommen Sie das hin. Und dann haben Sie wirklich diesen kulinarischen Genuss. Und das sind ja jetzt im Moment die kleinen Freuden des Lebens, an denen wir uns aufhängen, an denen wir uns festhalten. Und ich glaube, so eine abwechslungsreiche Küche kann eben so etwas sein. Und ich möchte dich jetzt nicht fragen, weil du den Mund voll hast, aber es sieht mal so aus, als würde es hervorragend schmecken. Es schmeckt perfekt. Ich bin gerade in Paris, Rue Saint-Honoré, die Sonne scheint, schmeckt super gut und mir geht's richtig gut. Das ist ein perfekter Moment gerade. Möchtest du auch mal probieren, Ralf? Ja, da habe ich wieder den Mund voll, aber nachher. Also ich halte mir das jetzt noch ein bisschen zurück, weil das Hähnchen, das macht mich jetzt richtig an. Was macht Sie an? Was möchten Sie hier in diesem Gerät mal als erstes ausprobieren? Sind es die Croissants oder die Brötchen? Sind es die Hähnchen? Sind es Schaschlik, Spieße oder einfach mal sündenfreie Pommes oder Croissants oder Kroketten, die man ja normalerweise im triefenden Fett fertig macht? Ja, egal was. Hier ist das richtige Gerät. Zum kleinstmöglichen Preis, schauen Sie noch mal hin, 122,54 €. Ich nenne Ihnen jetzt auch die Bestellnummer. Das ist die NX4861 und die 569. Energiesparen, Fett sparen, Abwechslung in der Ernährung, plötzlich Dinge tun, die man sonst nicht machen könnte und das wirklich überall. Ich muss noch mal diese kleinen Wohnungen, die vielleicht nur so eine Behelfsküche haben oder gar keine Herd, ja, ansprechen. Da ist das die perfekte Ergänzung. Aber es ist auch für wirklich tolle, moderne, voll ausgebaute Küchen die perfekte Ergänzung zum kleinstmöglichen Preis. Und schauen Sie mal, das sind ja nur ein paar Beispiele, die wir hier jetzt haben. Übrigens, die Pommes sind auch in 3 Minuten richtig knackig fertig. Freue mich auch drauf. Ja, also wir haben uns jetzt tatsächlich, wir können uns durch den Tag essen und dann haben wir trotzdem kein schlechtes Gewissen, weil es ist alles ja nicht so mit Fett angereichert. Ne? Auch beim Hähnchen ist ja das ganze Fett runtergetropft. Und wir haben Energie gespart. Wir mussten uns nicht den Kopf zerbrechen. Also wir haben parallel irgendwie was erledigt, was man ja, vielleicht zu tun hatte. Dekorieren, Telefonate, Hausputz, Frühjahrsputz. Und währenddessen riecht es schon schön nach Hähnchen oder Pommes oder Croissants. Es ist wirklich ja, ein universelles Multitalent am Zahn der Zeit. Das gehört in jeden Haushalt. Das kann Ihr neuer Mini-Backofen sein, aber es ist eben auch eine Heißluftfritteuse. Sie können damit alles machen und das eben schneller und energiesparender und eben fettarmer und trotzdem dabei schlemmen. Und es ist so ein bisschen diesen grauen Alltag mal pum, in den Popo kicken und sagen, ich mache es mir jetzt richtig schön, ich schlemme und ich muss kein schlechtes Gewissen dabei haben, weil ich weiß ja, es ist alles nicht triefend voller Fett. Ach, es ist wirklich ein tolles Produkt, innovativ und dann zum kleinen Preis für Sie. Und alles ganze Zubehör, hier schauen Sie mal, Diana macht gerade hier den Drehkorb voller Pommes, mehr müssen Sie sich machen. Dann einmal mit der Einführhilfe in die beiden Löcher, die vorgegeben sind, reinführen und dann einmal auf Chips, also Pommes drücken. Und dann wissen Sie, die Zeit und Programm und Temperatur ist schon vorinstalliert. Und dann können Sie auch mal gucken, da ist ein Lichtlein auch immer, können Sie einen Knopf drücken, dann geht das Licht an, einmal drücken, damit der Drehkorb sich dreht und dann können Sie praktisch einfach was anderes machen. Ne? Währenddessen haben wir so 20 Minuten, wo Sie sagen, okay, ich mache Telefonate oder etc. Meine, offene Fritteusen haben ja auch noch ein Sicherheitsrisiko. Das ist unglaubliche Hitze, die da frei rumsteht. Hier hast du das nicht. Cool Touch. Und jetzt sehen wir das in Aufnahmen, aber live bei uns im Studio, Sie haben mit mir gemeinsam das sicher auch gesehen, sehen diese Pommes einfach so aus, wie perfekte Pommes aussehen müssen. Rundum gebräunt, knackig und man kriegt sofort Hunger. Ja? Und da schauen Sie, bei Diana hat es funktioniert. Und wenn ich bei uns jetzt schaue, die sind so schön, schöner könnten sie gar nicht sein. Und so können Sie auch demnächst Pommes, Kroketten oder auch alles andere machen, wenn Sie denn sich entscheiden für unsere neue XXL, die digitale XXL Heißluftfritteuse, beziehungsweise auch der Mini-Umluftofen. Also die Vielfältigkeit
Nachhaltigkeit ist für mich entscheidend hier und natürlich auch, dass du eigentlich überall Platz hast für diese Fritteuse, nenne ich sie jetzt mal. Ja, und schau mal, es hat gerade wieder gepiepst und das Gerät sagt off, ich bin bereit, die Pommes sind nun fertig. Und da warte ich mal, bis sie hier gleich wieder bei uns im Studio sind. Das ganze Zubehör, alles was Sie da sehen, Drehspieße, Drehkorb, Gitterrost, Backblech, alles inkludiert im Lieferumfang. Und hier schauen Sie mal, piep, 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 ich bin fertig. Und jetzt haben Sie hier auch diese Entnahmehilfe, die ist ja auch mit inkludiert im Lieferumfang. Einmal hier greifen und dann rausnehmen. Das ist dann ja sehen einfach. Sie, ja, schauen Sie mal, da hat man auch keine Verletzungsgefahr. Hier, und dann haben Sie die perfekten Pommes, die sind richtig golden, braun. Oh, ich sag Ihnen, die sind richtig schön. Und wissen Sie was, das ist der Unterschied, aber auf dem Blech liegen oder dann hier richtig gedreht im Drehkorb von jeder einzelnen Seite rundum kross gebacken und innen drin so richtig schön saftig, bisschen Salz, Pfeffer. Ich mache immer Paprika drauf. Sie können das würzen, wie Sie mögen. Aber so schmecken Pommes. Und nicht irgendwie, oh, man weiß ja, auf dem Backblech sind die immer nur so ein bisschen dröge. Das hier ist wie ein Schlemmermaterial. Genuss. Das ist schön. Eigentlich ist das Ergebnis so, wie man es von einer Fettfritteuse erwartet. Ja. Perfekt, würde ich hier jetzt mal sagen. Und übrigens, hier dürfen Sie auch wieder ein bisschen dunkler machen, wenn Sie dunklere Pommes möchten, die es ja in Imbissbuden gar nicht mehr geben darf, laut EU-Verordnung. Also ich mag sie immer ein bisschen dunkler. Machen Sie es dann einfach noch eine Minute länger rein. Aber hier, das ist optisch schon das perfekte Ergebnis. Und kulinarisch wird es natürlich auch das Highlight. Sie nehmen dann den Topflappen, öffnen das, rein in die Schüssel, ein bisschen würzen nach Ihren Bedürfnissen. Und schon ist eben das Pommes-Essen keine Sünde mehr, sondern einfach nur noch eine tolle Leckerei. Ich muss weiterreden, weil da mit vollem Mund nicht mit vollem Mund davon nicht sprechen. Gut, dann sage ich Ihnen jetzt bitte gleich nochmal die Bestellnummer. Sie müssen aber schnell sein. War erst ausverkauft, ist jetzt sofort wieder lieferbar. Unsere Heißluft XXL Fritteuse digital mit Umluftofen bekommen Sie mit der Bestellnummer NX4861 und der 569. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Ihnen zu Hause jetzt genauso wie mir hier im Studio das Wasser im Munde zusammengelaufen ist. Kalorienbewusst ernähren, trotzdem abwechslungsreich auf nichts verzichten und das auch noch mit Energieeinsparung durch diese Sofortwärme, Umluftofen, Heißluftfritteuse, alles in einem. Danny, ich habe gedacht, du kaust jetzt und sprichst dann weiter. Nee, muss er auch nicht. Bei dem Preis, da gehen Sie jetzt bitte ans Telefon und dann sprechen Sie noch einmal, bevor Sie dann die Pommes essen, mit unseren netten Mitarbeitern am Telefon und nennen eben die Bestellnummer. Die NX4861 und die 569. Der Preis für Sie 122,54 €. Ich warte, bis die Sendung rum ist, dann greife ich richtig zu. Oh, perfekt. Geht ruhig weiter. Ja, also ich finde es toll, auch nicht nur in der Küche. Also Ihre Küche, ich weiß nicht, wie sie aussieht. Haben Sie eine hochmoderne? Passt genau rein. Haben Sie vielleicht eine kleine Single-Küche oder nur eine Küchecke? Das erweitert Sie perfekt. Oder haben Sie vielleicht auch Enkel, die jetzt gerade irgendwo in eine WG oder in eine Studentenbude gezogen sind, die gar keine oder nur verringerte Kochmöglichkeiten haben? Das ist perfekt. Gehen Sie in Campingurlaub? Das ist perfekt. Also, Sie sehen, auch für Sie, Sie waren mit Sicherheit irgendwo dabei, ist das perfekte Küchengerät zum, wie ich finde, perfekten Preis. Und wenn jetzt Danny einen kleinen Moment nicht aufpasst, schleiche ich mich da rüber zu den... Ach, du hast schon alle mit. Ja. Jetzt wollte ich Pommes hier. Oh, jetzt nimmt es alle mit, ein bisschen Salz drauf. Jetzt Ketchup oder Mayo, was man auch will, dazu machen. Das Ergebnis ist wirklich perfekt, Danny. Und du möchtest wirklich nicht probieren, weil die sind gerade perfekt, also warm, richtig schön kross außen, ganz schön innen drin, schön weich. Du musst mal einmal probieren. Komm, ich lass dich mal probieren. Aber gerne doch. Und gleich piept hier noch unser Hähnchen. Oh mein Gott, eine Minute, dann ist das Hähnchen fertig. Und gleich ist hier die Sendung absolut perfekt, komplett. Und das, Entschuldigung, man soll nicht mit... Jetzt haben wir beide das Mund in so einer kurzen Zeit. Ja, so soll es sein. Ganz ehrlich, wir verkaufen ja hier nicht eine Fritteuse, wir verkaufen hier Genuss, wir verkaufen hier Lebensqualität. Schlemmen und das halt ohne schlechtes Gewissen, weil ganz ehrlich, ich muss ja auch noch danach in dieses Kleid passen, also hier darf ich ruhig schlemmen. Ich sag Ihnen, perfekt ist es geworden. Hier ist jetzt gerade unser Hähnchen fertig, da möchte ich nochmal, dass Sie das nochmal live sehen. Hier halt mal kurz fest. Ja, gerne doch. Und dann gucken wir einmal das hier. Das war ein Fehler. Das ist gar nicht schlimm. Schauen Sie mal hier rein. Oh Gott, sieht das schön aus. Hören Sie das Brutzeln? Nee, das ist leise, ne? Doch, da. Oh, ist das schön.
Was werden Sie zu Hause als erstes machen? Schicken Sie uns gerne auch ein Bild von Ihrem ersten Erlebnis, das Sie mit unserer Heißluftfritteuse oder auch eben mit dem Mini-Umluftofen gemacht haben. Wir freuen uns darüber. Aber jetzt gehen Sie bitte ans Telefon. Die Bestellnummer ist die NX4861 und die 569. Der Preis unglaublich günstig, knapp über 122 Euro. Die Ersparnis an Energie und an Zeit, die ist enorm. Und das Genießen, das muss nicht zurückstrecken. Und ich freue mich jetzt darauf, dass ich essen kann. Ihnen wünschen wir dann auch einen sehr guten Appetit.